Noch ein Stein, sehr gut. Hier ist noch ein Stein. Oh, da ist ein Baum. Ich habe nämlich gelesen im Forum, dass das ein Spezialbaum ist für die Eingeborenen. Und dass die natürlich da ihre bestimmten Routen haben. Das heißt, wir werden hier auch wieder jede Menge Gäste und Zaungäste haben. Naja gut, müssen wir uns mit abfinden. Oh, was haben wir denn da? Ah, da ist... Ah ja, genau, da ist dieser Anker wieder. Das heißt, wir sind gar nicht so weit weg vom letzten Male. Ob das jetzt so klug war, da eine Festung hinzubauen. Ich bin jetzt echt etwas... der fällt auf mich drauf. So liegt es halt, ob wir vielleicht doch lieber da unten an den Hafen gehen. Ah, da ist auf jeden Fall das Schiff. Das ist nicht schlecht. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas essen. Der ist total am Ende. Dann gehen wir mal zum... Wir gehen mal zum Anker, machen da wirklich eine temporäre Basis. Und natürlich werde ich beim nächsten Kampf ein bisschen Rüstung anziehen. Das hatte ich ja beim letzten Mal total vergessen. Das heißt, bauen wir hier eine temporary Shelter. Warum bin ich jetzt in Covered in Blood? Na gut. Ich kann aber natürlich auch einen Snickers essen. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit gespart und können dann doch an unserer ursprünglichen Location unsere Schnieke Hütte bauen. Ich schwimme erstmal zum Floß, mal gucken, was wir da finden. Gut, die Axt habe ich ja jetzt. Vielleicht ist da endlich die Pistole. Ich frage, ob natürlich die gefixt wurde, ne? Die Pistole. Das weiß man natürlich jetzt nicht. Die ist nochmal die Axt. Na gut. Oh nein, die ist nicht da. Das ist nicht gut. Was sind überhaupt hier? Medikamente, Flares. Axt, ja gut, die haben wir ja schon. Das ist aber übelst. Ich habe auch mal gesehen, dass sie irgendwie unter dem Boot ist. Aber hier ist ja auch nichts. Vielleicht an dem Boot. Oh nein, das habe ich nicht, die schöne... Oh, das ist ja ärgerlich. Wo sind die tolle Leuchtpistole? Tja, das war leider ein Satz mit X. Nee. Aber sehr schön, das steht halb unter Wasser. Ich bin mir sicher, dass ich beim letzten Mal da auf dem Bug gefunden habe. Na gut, okay. Nee, es wird auch langsam Abend. Wir müssen echt zusehen, dass wir da... jetzt mal zur Potte kommen. Hallo? Was macht ihr denn? Geht der? Oder schwimmt der? Gut, okay. Da brauche ich den Fishing-Speer. Den wir hier übrigens auch haben. So, ich glaube, ich habe wieder viel zu viel Schnickschnack gemacht.
Oh nein. Keine Leuchtpistole. So. Tja, was machen wir jetzt? Wir bauen uns eine kleine Hütte. Ein kleines Feuerchen. Dann braten wir was. Boah, ich bin selbst schon müde, ey. Ah, da ist auch noch dieser blöde Baum. Okay. Wir bauen uns eine Basic Shelter. Damit wir echt speichern können. Ah, es brauchen noch Stöcke, ey. Mist. Tja, das war wohl ein Satz mit X, würde ich sagen. Das war wohl nix. Okay. Also, das müssen aber ganz viele Stöcke geben, hoffe ich. Mein Gott, was ist denn das für ein Stamm? Nee, ich hätte schon ganz gern die vernünftige Axt. Aber... Ach, ich bin jetzt echt zu nervös. Aber ich denke, mit der Molotow-Waffe werden wir auf jeden Fall... die ersten Angreifer ganz gut schlagen können. Basic Fire ist auf jeden Fall jetzt ganz elementar. Und es ist auch wirklich sehr einfach herzustellen. So, einen Hasen kochen wir uns jetzt hier. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht von diesen einheimischen Kannibalen erwischt werden. Sind wir hier im Wasser eigentlich? Anscheinend. Aber trotzdem funktioniert es. Und wir knabbern jetzt das Häschen. Geld ist immer gut. Steine kann ich auch immer gut gebrauchen. Und jedes Mal ist die Axt da weg. Das ist sehr ärgerlich. Oh, ist das nicht ein Bild? Ein Bild für die Götter. Wenn es nicht so unter Umständen fies und gemein hier wäre. Das Dunkle hat natürlich den Vorteil, dass man sehr gut die Teile sieht, die man einsammeln kann. Oder vielleicht war da auch zu essen, ich weiß es nicht. Egal. Ganz leise. In den Wald. Ich weiß gar nicht, was ich hier... Mist. Ich weiß gar nicht, was ich hier einsammeln kann. Da sind noch meine... Baumstämme. Wie viel habe ich denn? Oh, ich habe schon wieder 9. Boah. Ich muss echt die Soundeinstellung ändern. Ja, wie gesagt, ich habe Probleme gehabt mit dem Mikrofon die letzte Zeit und habe komplett den Treiber neu installiert. Ich habe eigentlich so ziemlich alles neu installiert. So, und ich würde auch sagen, wir gehen jetzt mal speichern, wenn das jetzt klappt, weil noch 3 Äste. Ich werde bekloppt. Gut. Dann müssen wir uns nochmal ganz mutig in den Wald wagen. Der Mond leuchtet uns aber eigentlich ganz gut.
brauche nur 3 Äste. Und einen Hasen. Jetzt habe ich schon wieder die falsche Axt. Ah, dem ist jetzt langsam kalt. Oh oh. Oh oh. Da war schon der Obermotz. Man sah nämlich schon das Licht von der Patrouille. Wir schleichen uns nochmal ganz vorsichtig an. Das Feuer ist zum Glück aus. Aber mir ist nämlich doch sehr kalt. Aber ich habe noch genug zu essen. Energie geht ein bisschen runter. Aber ich bin eigentlich noch ganz gut bei der Sache. Die Soundgeräusche sind auch sehr schön geworden. Oh, 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 oh. Also ich denke mal, dass die das sind, ne? Wer soll es denn sonst sein? Und dieser Berg sieht mir auch ein bisschen komisch aus. Da sind sie schon. Die können mich auch gar nicht gesehen haben, oder? Leute. Das macht mich nicht schwach hier. Ich habe den Eindruck, mit dem Version 0.05 sind die echt ein bisschen aggressiver geworden, beziehungsweise greifen recht früh an. Waren aber in der Testaufnahme, wo ich die mit den Molotows vertrieben habe, recht schnell zu vertreiben. Also waren gar nicht so... kontinuierlich dran, mich irgendwie zu vernichten, sondern die haben schnell aufgegeben. Alles glänzt da so komisch. Also entweder ist das ein Grafikbug oder es ist tatsächlich irgendetwas, was die waren das nur 2 Stöcke? Ach, hier raschelt alles. Ach. So, jetzt habe ich 8 von 8 Sticks. Und ich konnte definitiv der einen... Ja, ja, ist ja gut. Jetzt mal locker bleiben hier. Oh, guter, guter. Die Energie ist doch schon ziemlich runter. Und deswegen werden wir erstmal ein kleines Schläferchen machen. Können speichern und es ist Tag geworden. Ganz hervorragend.